Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Elden Ring und heute versuche ich mich mal an einem Level 1 Run, das heißt das komplette Durchspielen mit einem Level 1 Account. Das heißt, wir können nicht auf Mimic setzen. Das ist doch Musik in Nobus Ohren. Ja, ich werde Tische wohl diesen komischen Trick machen müssen, ne? Mimic kann es vergessen. Aber ich werde mich nicht. Guck mal mein Leben an. Ich bin überall One-Hit. Ich bin überall One-Hit. Und wir müssen jetzt schon überlegen, welche Waffe ich nehme, womit ich von hinten draufballern kann. Ich denke an sowas wie. Keine Ahnung. Wir werden den Run übersehen, wie es wird. Also können wir erstmal über eine Waffe reden. Leute. Dass ich die Wundsiegel und so brauche, ist klar. Ich hole mir jetzt sofort Radagons-Siegel, dann habe ich 15 auf Stärke und Geschicklichkeit. Eine Waffe, am besten, womit ich von hinten ballern kann. Schlangentöter-Speer. Ja, das Problem ist, dafür muss ich den Götterskalpen killen. Und wie kill ich den Götterskalpen? Uschi Katana? Nee, nee. Blut und Reißzahn. Hallo! Von hinten draufballern. Schiffer, ich glaube, du musst mal öfter bei meinen Streams dabei sein. Du weißt, kennst nicht meinen Playstyle. Ich sehe hier noch keine Waffen im Chat, außer das Schlangen-Gedöns. Irgendwas Unfaires. Irgendwas so richtig Easy-Mode-mäßiges brauche ich. So was richtig so No-Brainer. Was jeder, also was ein Einarmiger schaffen würde. So was ist genau richtig für mich. Ich brauche was richtig Unfaires. Was Idiotensicheres. Die Peitsche. Belia, willst du ein Timeout? Mönchsflamm, Streitkolben. Okay, Schiffer. Okay. Nein, Sekunde, Sekunde. Da möchte ich zwei Sachen wissen. Wo gibt's die Waffe? Komme ich da jetzt überhaupt ran? Und zweitens muss ich dafür kämpfen, um die zu bekommen. Ich will nicht sagen, wo man die bekommt. Hast du selber gemerkt, ne? Bestimmt irgendwo so Halligbaum oder so. Der Gipfel der Riesen. Schiffer. Also, ich muss die tragen können und ich muss sie auch bekommen können, bevor ich das Game durchgespielt habe, okay? Und am besten noch so, dass ich nicht dafür fighten muss, nicht farmen muss und ich muss sie relativ früh im Spiel bekommen können. Und am besten noch mit Dunkelschmiedesteinen aufleveln. Die normale Sense. Oh. Okay. Ich sag jetzt was, ihr müsst das überprüfen. Die normale Sense mit dem Rugier-Zauber, wirbelnder irgendwas. Wo laufe ich lang? Nein, 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 nein. PvP wollen wir nicht. Nee, 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 nicht PvP. Die normale Sense mit diesem Drehangriff, dann das Ganze auf Blutung. Da würde ich mich sehen. Und damit machst du auch Ultraschaden. Damit könnte ich den einen oder anderen Boss auf jeden Fall legen. Bin ich mir ziemlich sicher. Bin ich mir ziemlich sicher. Blutflamme drauf, Carsten. Stimmt, Blutflamme brauche ich auch. Nein, stopp. Wie viel Glaube braucht Blutflamme? Ich glaube, das geht nicht. Ich habe ja nur 10 Glaube. Ich glaube, die braucht nur 10, ne? Blutflamme. Oder braucht die 15? 12 Arkan. Ich brauche also einen Helm, der mir 2 Arkan gibt. Wie findet ihr das, dass ich einen Run starte und wieder gar keine Ahnung habe von dem, was ich tun soll und muss? Gut, oder? Spielst du das Navi unter einer Bedingung? Ich stell keine Doppelfragen. Ich stelle keine Doppelfragen. Versprochen. Mega gut. Perfekt. So. Jetzt hat das doch hier alles schon mal Hand und Fuß. Hand und Fuß. Ihr sagt aber auch nichts, dass das Mikro komplett vor meiner Fresse hängt, ne? Ist wahrscheinlich dann besser, wenn ihr mich nicht sehen müsst. Du musst mir was sagen, was das der Run unmöglich ist. Das weiß ich. Das wird wieder so ein Run sein wie der Bogen Only und Spell Only, den ich auf Eis setze. Auf Eis lege. Das sehe ich jetzt schon. Das sehe ich ganz klar vor mir. Es wird ein Run, den ich nie beenden werde. Da hing die ganze Zeit das Mikro vor deinem Gesicht. Danke. Danke, mein Bester. Wir glauben an dich. Das Problem ist, für so einen Run müsste man gut in dem Game sein. Irgendwie geil mit Parry. Ey, was eigentlich mit Parry?
Könnte ich nicht mit Parieren den Run schaffen? Und könnte mein Mikro mal ein bisschen das machen, was ich will? Das mit dem Ritualschwert-Talisman finde ich eine gute Idee. Weil, wie Belia sagt, ich bin so oder so One-Shot. Wir müssen auf Full Attack gehen. Wir müssen so einen krassen Attack haben, dass ich jeden Boss quasi One-Shot. So müssen wir da an die Sache rangehen. Flamme gibt mir Kraft, brauche ich auch. Den 10% Boost lasse ich mir nicht nehmen. Wir werden safe den, das Blutsiegel brauchen. Wir werden safe wahres Maske brauchen. Das sind, also wir werden komplett den Blutungsbild ausquetschen bis zum geht nicht mehr. Wir werden so komplett diese Blutungsmaschine ausnutzen. Ah, ich hab sie! Oh. Hab sie! Der Geheimgang ist ein Dunkelkristall plus 2. Oh ja, die sehen bosshaft aus. Haut ihn. Haut ihn weg. Die Attacke ist doch scheiße von dir. Mach mal was anderes. Ja, die Attacke ist gut. Bam! In den Rücken. So. Schön weggehauen. Schön. Auf ihn drauf, jetzt alle. Männer, auf ihn. Männer, haut ihn weg. Haut ihn weg. Schön von hinten. Bam. Und wieder auf ihn. Tretet auf ihn ein. Genau. Schön. Oh. Geil. Nein. Wieso nein? Das war doch klasse gespielt. Das war doch bombastisch gespielt von mir. Ich bin selbst von mir beeindruckt. Flamme gibt mir Kraft. Könnte ich mir noch schnell holen, ne? Vor Margit. Kannst du nicht benutzen. Wieso? Braucht die 15, glaube. Nein. Okay, stopp. Es gibt bestimmt einen Helm, der mir noch 2 Glaube gibt. Tja, das wäre First Try Margit gewesen. 1000! Oh. Weil ich halt einfach geil bin. Ich bin einfach fucking geil in diesem Game. Es ist einfach so. Es ist einfach so. Tada! Danke, Rolf! Fuck. Magisch, oder? Ah, magisch, komm. Scheiß drauf. Never. Die treffen mich hier nie. Na klar. Na klar. Bodenlos, wirklich bodenlos hier. Pff.
Voll die Scheiße. Die haben mich alle so lieb. Die Sense, das sag ich dir. Bimmst du ein Zerberster? Ja, Mann. Die Sense habe ich aus Katakomben am Klippenfuß. Daher ist die Sense. Die liegt da so rum. Die kannst du einfach einsammeln. Die kannst du einfach einsammeln. Da, was will der Vogel? Zu einfach, Leute. Zu einfach. Easy. Easy. Damit werden wir aber nicht Radagon und Eldenbeast besiegen können. Mann, spring nicht zurück, du Spacken! Mann, die Attacke ist auch perfekt für mich. Ey, der hat auch manchmal eine Range, das ist ja unglaublich, ne? Mach deinen fucking Sprungangriff, du Ekelding. Ja. Yeah.
paar Bomben. Guck mal, was ich hier habe. Ich habe mir Sprengsteine gekauft. Ein paar hundert. Meinst du, mit einer Plus-12-Waffe schaffe ich den Götterskalpen? Oder brauche ich erst eine bessere Waffe, eine stärkere Waffe? Also eine noch mehr Schmiedesteine. Und vor allen Dingen, welches Level muss meine Asche haben und welche Asche soll ich nehmen für den Götterskalpen? Ah, ich bin mittlerweile Profi im Wrongwarp, muss ich einfach mal sagen. Wo ist die Asche denn, die du meinst? Kann ich die einfach einsammeln oder muss ich die, muss ich dafür jemanden killen? Tatja, bitte nochmal die Wegbeschreibung. Das leuchtende Item. Ja, Wichtkopf. Tatja, du bist es. So geht das. Flamme, gib mir Kraft. Let's go. Ich habe meine Asche nicht gelevelt. Naja, sind wir mal gespannt, ob das was wird. Oh, auf jeden Fall noch ein FP-Estus-Flask. Oh, auf jeden Fall noch ein FP-Estus. Wenn der schon so fucking schwer ist, wie soll ich denn dann das Duo schaffen? Das Duo ist gefühlt unmöglich. Selbst wenn die Waffe auf plus 50 ist. Die machen dann nochmal viel mehr Schaden. Wie soll das gehen? Das geht. Also wer macht das? Ich muss mir mal so einen Level 1 Run angucken. Das sind doch die kompletten durchgeknallten Freaks, die einen Level 1 Run machen. Das. Also wer das macht, der hat doch kein Leben.
weiß nicht, was mich saurer macht, ey. Habt ihr gesehen? Ich habe den zweimal mit Blutflammklinge und wirbelnde Waffe getroffen. Komplett keine Blutung. Oh, Junge, ey. Die Asche eben war auch verschwendete Lebenszeit. Egal. Egal. Ah, ich muss den goldenen Ritter für den Talismanbeutel machen. Das würde mir was bringen. Und welche Asche nehme ich dafür? Am besten eine, die richtig reinhaut. Am besten Tische, ne? Dann müsste ich Tische schießen. Geh mal zu den Steinen am Rand. Zack, Tisch ist da und tötet mich. Ich glaube, Belia will mich. Will mich sterben sehen jetzt hier 100 Mal. Dann geh noch nicht rein. Aber wenn ich ihr denn mit dem Schild den Weg versperre, dann greift sie mich doch einfach an, bricht mein Schild und tötet mich. Aber da kommt man ja einfach raus. Man kommt ja einfach da weglaufen. Sie ist auch da weggelaufen. Bist du sicher, dass das der richtige ist? Ist das nicht ein anderer Felsen?